Warum habe ich damit angefangen? War immer eifersüchtig auf dich oder auf Jonay. Hab mit immer Spiel gesehen in der Pause, Schulpause. Hab immer in der Schulpause gesehen, wie er mit anderen gespielt hat, mit Älteren. Dann haben wir mal zusammen gespielt. Und er gewann immer. Ich konnte immer besser als ihn sein. Eines Tages besiegte ich ihn und fing seitdem an, Sport zu spielen, bis ich richtig wurde. Ich spielte immer in der Schulpause, bis ich schwitzte und die Sohle meiner Nikes nicht mehr sichtbar wurden und Wunden bekamen. Meine Sucht wurde so hoch, dass ich in der Küche Äpfel als ein Basketball benutzte und meine Mutter mir mit den Fufu-Löffeln auf dem Kopf schlug. Ich liebe den orangen, braunen Crepe aus Leder, den Geruch vom Ball, das Scratchen vom Sneaker während des Spiels, das Trash-Talking, das Competitiveness, das Geräusch, wenn der Ball in den Korb reingeht, die kurzen Shorts, das Teamwork, das Lachen, das Weinen, das Bluten, die Armbänder, den dicken Coach, die Einstellung, die nervige Schiedsrichter, das Slam Dunk, das Trikot kauen, den Lifestyle eines Ballers. Ich kann mir kein Leben vorstellen ohne Basketball. Um auch irgendwie mir selbst was zu beweisen. Also, dass ich investieren kann, dass ich stark bin. Und weil ich unbedingt auch etwas haben wollte, wo ich mein Herz und Blut investieren kann. Also, mir ist nie so sehr aufgefallen, wie wichtig mir Basketball ist eigentlich. Und ich war halt sehr oft verletzt auch, weil ich habe. Ich habe sehr viel trainiert. Ich habe also 12, 13 so bin ich immer in unser ranziges Nebendorf gelaufen, wo der einzige Korb ist. Und dann habe ich gespielt. Ich hab immer alleine gespielt. Ich habe auch meine Schuhe kaputt gemacht und ich habe den Ball kaputt gemacht. Ich habe alle Bälle, also der ganze Grip ist irgendwann weggegangen, weil ich so viel gespielt habe. Das waren einfach Momente, wo ich mit mir zusammen Zeit hatte, auch alles rauszulassen. Und ja, wenn dann der Moment kam, wo ich verletzt war oder wo ich nicht mehr spielen konnte, war das einfach nur komplette Trauer eigentlich so. Weil ich das eigentlich sehr brauchte. Und mir war immer eher bewusst, ich will kein Profi werden, ich will nicht. Keine Ahnung, die Frauen im Gegenteil oder so, aber ich weiß auch nicht, warum mir das so wichtig ist, aber ich liebe es einfach, ich liebe es so sehr und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich, ich musste ein Jahr Pause machen und ich spiele seit einem halben Jahr wieder und es ist einfach schön. Ich meine, wie Kasa Hunuki gesagt hat, das ist einfach nur krass, wenn du mit seinem Team, du investierst in der Woche so viel Zeit, so viel, du schwitzt so viel, es ist einfach nur anstrengend, du hast manchmal einfach keinen Bock, aber du machst es einfach trotzdem, weil du weißt, wenn der Moment gekommen ist, den du gewinnst, dann hat sich das alles gelohnt, wofür du so viel investiert hast und ich liebe das. Wenn diese Energie des Teams einfach über einen rüberkommt, du rennst, du kannst nicht mehr, du kannst so sehr nicht mehr,
aber du rennst trotzdem, um diesen Ball in den Korb zu machen. Und wenn er dann im Korb ist, ist es einfach, es gibt nichts Schöneres im Leben, man. Mir ist auch durch das Monitor von Selina ist mir aufgefallen, dass mir war immer diese geistige Leidenschaft, die ich für Gott teile und für die Van Eltern und so, war eigentlich immer darüber. Aber das heißt nicht für mich, dass das nicht unwichtig ist. Und das ist so wichtig für mich, so wichtig für meine Entwicklung gewesen. Und es ist auch immer noch. Und ja, und ich wollte es einfach mal sagen, so, weil. Ja. Schön.